Welche Dämmung soll ich denn verwenden, Herr Ahrens? Styropor, EPS, ist das das gleiche? Mineralwolle oder doch eine Resoldämmung, eine Holzwolle? Und Holzwolle dann auch die Frage, welcher Hersteller, generell welche Hersteller kann ich da verwenden? Auf was soll ich denn achten? Was sind so die Vor- und Nachteile dessen? Einmal so ein Rundumblick drüber, was Sie an Ihrer Fassade sanieren können, beziehungsweise welche Dämmungsmaterialien Sie verwenden können und was so die Vor- und Nachteile sind. Hier einmal im Überblick. Mein Name ist Luca Ahrens, ich bin Geschäftsführer und Gründer der ARC Energy. Wir sind ein Bauphysikbüro, das heißt, wir kümmern uns um Schallschutz, Wärmeschutz, Brandschutzplanung, Energieberatung, Fördermittelberatung, Nachhaltigkeitsplanung mit einem knapp 30-köpfigen Team aktuell im Juni 2023. Beschäftigen wir uns deutschlandweit für Projekte. Wir sitzen hauptsächlich in Mainz, haben auch Kollegen in Berlin, Dortmund, Hannover und in Köln sitzen. Und da wir diese ganzen Bereiche, ich sag mal vogelperspektivtechnisch sehen und bearbeiten, kann ich Ihnen halt nicht nur zum reinen Energieberatungsthema sagen, was so Vor- und Nachteile sind, sondern auch zum Thema Schallschutz und Brandschutz und generelle Sachverständigentätigkeiten. Genau. So, jetzt zu dem Thema. Welche Dämmung gibt es überhaupt? So, die üblichen Dämmungen, die man so kennt, ist ein Styropor oder kurz expandiertes Polystyrol. Wir kürzen das einfach mal ab als EPS. Dann haben wir eine Mineralwolle, also eine Steinwolle oder eine Glaswolle, beides fällt darunter. Dann haben wir üblicherweise noch eine Holzwolle. Das sind so die typischen. So, es fällt unter das EPS, falls noch andere Produkte drunter, die dann mal leise sich darunter vorstellt. Das Thema XPS versus EPS habe ich ein extra Video zu gemacht, deswegen gehe ich auf XPS heute nicht ein. Falls es interessiert, verlinke ich Ihnen das hier. Ansonsten hätten wir noch das Thema Resol-Dämmung. Und so als Ausblick würde ich einfach nochmal eine Vakuum-Dämmung. Bedeutet, unsere typischen Dämmung. Wie gesagt, XPS glieder ich hier mal aus. Das EPS gibt es einmal mit Graphit drin, einmal ohne. Ohne ist quasi das typische Weiße, was man so kennt. Und das Graue oder dieses Dalmatiner-Gefleckte, da ist einfach nur Graphit noch drunter gemischt, damit quasi die Sonnenstrahlen nicht durchgehen, dass sie eher reflektiert werden. Das macht nochmal tatsächlich 10% bessere Dämmleistung aus. Deswegen starten wir einfach erstmal direkt mit der Dämmleistung. Also Dämmung liegen wir hier. Bei einer EPS-Dämmung hat in der Regel einen ERG-Wert von 0,35 und wie gesagt, dieses Styropor, das Graue, hat 0,32. Die Mineralwolle hat in der Regel auch diese 0,35, gibt es auch in 0,32, gibt es aber auch in 0,40 und 0,45. Je nachdem, wie auch die Fasern liegen, etc. Die Holzwolle müssen wir überlegen, eine Holzwolle im Dachbereich, die startet bei 0,36, die ist ja flexibel, aber die können wir nicht für die Fassaden nehmen. Das heißt, hier müssten wir irgendwas im Schnitt, irgendwas um die 0,45 nehmen. Je nach Hersteller, Produkt ist es ein bisschen weniger, ein bisschen höher, unterschiedlich. Es gibt auch Produkte, die sind weiche Wolle plus Deckplatte, dann ist wieder eine Mischkalkulation, plus dass sie dann dicker wird, der flexible Anteil größer, sodass diese Dämmleistung auf die Mittel genommen wieder sinkt. Aber pauschal kann man ungefähr bei diesem Wert erstmal kalkulieren. Meine Resoldämmung liegt so um die 0,21 bis 0,22. Meine Vakuumdämmung liegt bei 0,08 verbaut. Alleine 0,04. So. Jetzt wird der eine oder andere sagen, was ist denn mit Pier- und Pur-Dämmung? Wird selten an die Fassade gemacht. Aber der Vollständigkeit halber würde ich es jetzt auch noch gerade aufnehmen. Das heißt, ich mache das mal so in grün. Pier oder pur. Da lägen wir hier bei 0,23 bis 0,28. Die meisten davon haben 0,23, 0,24.
ganz wenige Produkte sind dann schlechter. Verstehe ich auch die Sinnhaftigkeit, ehrlich gesagt, nicht so dahinter, diese auch zu verwenden. Weil wenn ich Pierre Pur nehme, dann sollte ich eine 023, 024 nehmen. Für Bodenplattenaufbauten haben die oft eine Alukastierung drin, für die Fassade oder für Kellerdecken sieht es ja anders aus. Jetzt geht es ja rein um Fassadendämmung, da haben die in der Regel 024. Aber lass dir mal die 023, 024 stehen oder nachher haben wir 024 draußen, die 028 klammern wir mal ein. So. Bedeutet, grundsätzlich reden wir überall bei den üblichen EPS Mineralwolle so in der gleichen Range, die so die Produkte haben. Wir müssen einfach hier sagen, dass die EPS-Dämmung einfach am günstigsten ist. Sagen wir einfach, das hier Euros, machen wir mal einen, Mineralwolle ist teurer, da liegen wir so bei 2. Die Holzwolle ist teurer, liegen wir bei 3. Resol und Pierre Pur ist auch teurer. Und Vakuum ist super teuer. Dann machen wir mal 6 hin. Einfach mal so zum Größenordnung. Wir gehen mal aktuell einfach, gehen wir mal auf die Reise und schauen, wo liegen denn aktuell die Preise der Produkte. Vakuum haben wir letztens erst angefragt gehabt. Das nehmen wir mal eine andere Farbe. Da lagen wir so bei 225 Euro pro Quadratmeter. Akzeptieren. Man muss aber überlegen, dass die Vakuumdämmung 2 cm genauso gut sind. Was war das? 12 cm EPS 0,32, 14 cm Mineralwolle 0,35. Das heißt, das ist schon ein krasser Unterschied. Aber trotzdem, direkter Preisvergleich ist halt schon, ist schon eine Hausnummer. Das heißt, wir wollen mal die 20 mm Platten haben. So, sind wir jetzt hier mal bei einer Bauda VIP-TE Standard. 40 mm mit 20 mm Vakuumkern. Da wird jetzt hier angegeben, ich habe da gerade den Preis gehabt, da liegen wir hier bei Listenpreis 258 Euro. Also sagen wir auch mal 260 Euro den Quadratmeter. So, wie gesagt, damit schaffen wir, wir vergleichen alle mal auf den gleichen Dämmwert auch. So. Jetzt würden wir mal schauen, was kostet denn eine Resol. Davon brauchen wir jetzt aus dem Kopf ungefähr 8 cm, um das einzuhalten. 8 cm liegen hier mit Mengenrabatt, liegen wir bei 45,70 Euro brutto. Da muss ich gleich mal gucken, ob das brutto war. 45,70. Also 45 Euro pro Quadratmeter. Bei der anderen Platte war das netto. Das heißt, 260 wäre der Nettopreis. Bedeutet in dem Fall 260 mal 1,19. Reden wir über 310 Euro. Wir reden über Bruttopreis, wie gesagt. So. So, die Pierre Pur Dämmung. Hier. Hier reden wir zum Beispiel über so einen Pierre Top 023 von Weber. Die hat so eine leichte Styropordeckung noch, damit sie auch quasi auch verputzt werden kann. Ansonsten sind diese Pierre Pur Platten in der Regel nicht verputzbar, weil sie keine Putzplatte haben. Das heißt, sie brauchen immer eine Putzträgerplatte. Das heißt, wir schauen uns einfach mal an, was die jetzt kostet, nachdem wir die jetzt hier mal tagesaktuell uns da rausgeholt haben. Preis: Pierre Pur Top. So, diese Pierplatte, ich habe jetzt hier direkt jetzt nur unter Schweizer Franken gefunden gehabt, da liegt der Umrechnungskurs aktuell 1:1. Da reden wir über ungefähr über eine 10er-Platte, gerade über 78 Euro. Das wäre eine 10 cm, also hier 8 cm, hier 10, hier 2. Die meisten Pierre Pur Platten sind auch eigentlich für nicht verputzt, also nur für hinterlüftete Fassadensysteme dann überhaupt möglich. Das heißt, nicht so üblich.
Bleiben wir jetzt hier mal bei der Holzwolle. Das heißt, wollen wir hier auf die gleiche Dicke kommen, 0,45, der Unterschied zu der 0,32er, müssen wir mal kurz den prozentualen Unterschied einfach mal ausrechnen, damit man auch so ein Gefühl dafür bekommt, bedeutet 100% ist gleich 0,32. Das heißt, die Frage ist, wie viel Prozent sind da 0,45? Das heißt, wir würden jetzt hier die 100 geteilt durch die 32 nehmen, mal die 45, wären wir hier also bei 140%. 140,6, das ist mir jetzt mal egal. Das bedeutet, wenn wir diese mal 1,41 haben, 1,41 mal vorher meine 12 cm, wäre ich hier bei 17 cm. Entspricht das, wir brauchen hier ungefähr 17, also 18 cm. Die Mineralwolle nehmen wir einfach mal 14 cm. Und hier wären wir bei 12 cm. So, Holzwolle hätten wir jetzt hier 18 cm. Wir können jetzt hier so ein System von Udireco nehmen. Also das ist diese flexiblen Platten, die quasi kombiniert werden. Die Thermowall eigentlich. So, nehmen wir jetzt hier zum Beispiel die Holzwolle. Nehmen wir jetzt mal die Gutex Thermowall. Da reden wir über einen Quadratmeterpreis inklusive Mehrwertsteuer zuzüglich Spedition, also gleiches Spiel wie eben, über 51,50 Euro. Also 51,50 Euro. So, da sehen wir schon mal, dass zum Beispiel die Mineralwolle hier in dieser Dick... Quark, falsch hingeschrieben. 51,50, Entschuldigung. Dass wir hier, wie gesagt, ungefähr gleich liegen. Die Pierplur-Platten sind halt teurer, weil es der Einsatzzweck eigentlich gar nicht so sehr gibt. Die Resol ist tatsächlich sogar günstiger als die Holzwolle. Die Holzwolle hat einen anderen Vorteil, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. So, dann gehen wir jetzt mal drauf ein, was wir haben bei einer Mineralwolle. Dann nehmen wir die 140 mm. Nehmen wir eine 0,35er Dämmplatte, einfach für die Fassade. Müssen wir das zuschreiben, Fassade, ansonsten kriegen wir nur Zwischensperrendämmung angezeigt. Vielleicht mal für die hinterlüftete Fassade, aber wir wollen ja welche haben, die als Putzträgerplatte auch dienen. Also die direkt beputzt werden können. So, nehmen wir jetzt hier zum Beispiel die Holzwolle, nehmen wir jetzt mal die Gutex Thermowall. Da reden wir über einen Quadratmeterpreis inklusive Mehrwertsteuer zuzüglich Spedition, also gleiches Spiel wie eben, über 51,50 Euro. Dass wir hier, wie gesagt, ungefähr gleich liegen. Die Pierplur-Platten sind halt teurer, weil es der Einsatzzweck eigentlich gar nicht so sehr gibt. Die Resol ist tatsächlich sogar günstiger als die Holzwolle. Die Holzwolle hat einen anderen Vorteil, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Was wir haben bei einer Mineralwolle, da nehmen wir die 140 mm, nehmen wir eine 0,35er Dämmplatte, einfach für die Fassade. Müssen wir das zuschreiben, Fassade, ansonsten kriegen wir nur Zwischensperrendämmung angezeigt. Vielleicht mal für die hinterlüftete Fassade, aber wir wollen ja welche haben, die als Putzträgerplatte auch dienen. So, dann haben wir mal hier so eine 0,35er von Weber Therme genommen und das hier bei 140 mm passt. Hier sind wir mit Rängenrabatt ab 60 Quadratmeter bei einem Preis von 28,48 Euro brutto, also sagen wir einfach mal 28,50. Und jetzt wären wir dann noch bei einem EPS-Dämmung. So, nehmen wir halt eine 0,32er Dämmplatte, einfach weil das die üblichere Platte ist, die dann verwendet wird. Der Preis ist jetzt auch nicht wirklich so großartig existent, deswegen lassen wir das einfach mal. Das heißt, schreiben wir trotzdem mal das so. Die 0,32er wären jetzt hier pro Quadratmeter mit Mengenrabatt ab 150 Quadratmeter bei 12 cm wären wir hier bei 11,80 Euro den Quadratmeter. Also 11,80 zu 28,50 ist natürlich schon mal eine Hausnummer. 28,50 zu 51,50 oder zu 45 ist auch noch eine Hausnummer. Das heißt, die meisten Leute bleiben halt bei dem EPS, weil es einfach so unfassbar günstig ist im Verhältnis. Wie gesagt, das sind jetzt Internetpreise, dazu gehört natürlich noch der Kleber, der Putz, die Dübel etc. Beim Neubau ganz wichtig, EPS muss ich nicht dübeln, den Rest muss ich dübeln.
Vakuumdübeln wäre ziemlich dumm, also nicht für die Fassade so verwenden, da gibt es andere Systeme, das würde aber heute hier zu weit gehen. Mineralrolle kann ich mit einer 0,45er, 0,40er Platte nehmen, je nachdem, was ich den Hersteller gucken, wo die Fasern also durchgehen. Die muss ich auch nicht dübeln, aber da bin ich im Dämmwert auch wieder ein gutes Stück schlechter. Das heißt, im Neubau ist EPS sogar noch mal günstiger, je nachdem, welche Windlast auf mein Gebäude steht, muss ich sie trotzdem dübeln. Also das vorweg, also das muss der Planer dann feststellen, die Fassade plant, beim WDFS, wie viel Dübel wir benötigen, aber tendenziell bei kleineren Objekten, beim Neubau brauche ich keine Dübel bei EPS. Bei den anderen schon, was natürlich auch die Kosten deutlich geringer macht bei so einem EPS-System. So, wie gesagt, das sind jetzt reine Internetpreise. Ich habe sie jetzt hier live heute quasi mir direkt hier rausgezogen, das, was ich auf Anhieb hier gefunden habe. Das können Sie auch tun. Einfach, um sich so einen Preis halt vergleichen zu können. Plus, dass man sagen muss, desto dicker die Dämmung wird, desto teurer werden auch die Dübel. Die Verarbeitung wird teurer, weil ich natürlich größere Platten verarbeiten muss, die schwerer zu handeln sind. Das dauert länger. Ich brauche mehr Platz auf der Baustelle, um die zu lagern. Das ist so Rattenschwanz-Sachen alle noch, da dazukommen. Aber pauschal sieht man ja relativ simpel. 11,80 den Quadratmeter für 12 cm zu 14 cm 0,35er Mineralwolle mit 28,50 reden wir hier über den doppelten Preis. Das ist schon nennenswert, das ist schon eklatant. So, welche Dämmung habe ich jetzt hier noch nicht aufgeführt? Ich habe hier noch keine Glasschaumdämmung drauf. Die rockt den Quadratmeterpreis nochmal um ein Vielfaches. Gibt es eigentlich nur zwei Hersteller, Glapor und Formglas. Formglas 60% Recyclingglas, 40% neu. Glapor 100% Recycling, dadurch auch erheblich günstiger, aber auch schlechtere Dämmwerte, das heißt, ich brauche dickere Pakete. Trotzdem Dämmpaket, also gleicher U-Wert, also gleiche Dämmleistung, ist Glapor trotzdem gut schon günstiger. Formglas, größere Hersteller, mehr Support, mehr Details, mehr konstruktive Lösungen, Dämmleistung, hier bis 0,36 für eine Fassade, Wahnsinn, hat Glapor dicht zum Beispiel. Aber das ist ein anderes Thema jetzt erstmal. So haben wir aber jetzt einen Überschlag. Das heißt, eine Vakuumdämmung mit 310 Euro versus jetzt eine Pur-Dämmung zu nehmen oder eine Resol-Dämmung ist natürlich ein meilenweiter Unterschied. 2 cm zu 8 cm ist jetzt nicht der Riesenunterschied. Aber wenn wir jetzt einfach eine normale Pur-Platte nehmen, Pur 023, eine ganz normale, nehmen wir jetzt hier auch eine Bauder-Pur oder eine Kingspan. Eigentlich jetzt erstmal egal, nehmen wir mal eine Kingspan, die habe ich jetzt als erstes gefunden. Und ich nehme hier auch eine 10er Platte. Dann reden wir hier über Quadratmeterpreise von mit Mengenrabatt von 26,15 Euro. 26,15 Euro, auch brutto, aber hier nicht für WDVS geeignet. Das ist eine Platte, die ist alukaschiert, die kann ich jetzt für eine dafür nicht nehmen. Die ist jetzt zum Beispiel für Fußböden, Flachdächer, Kellerdecken verwendbar. Aber einfach nur, falls sich jemand hier anschaut, das hier und denkst, boah, aber Pur Pur kriege ich auch viel günstiger. Ja, aber für die Fassade brauche ich eine Putzträgerplatte drauf. Gibt es wirklich wenige Hersteller und die lasse ich dann vergolden. Deswegen macht das in der Regel auch keinen Sinn. Dann nehme ich lieber eine Resolplatte. Ansonsten für Fußbodenaufbauten etc. kann ich keine Resol nehmen. Resol hat nur eine Zulassung fürs WDVS. Nicht für die Kellerdecke, soweit mir bekannt ist. Nicht für Innendämmung, nicht für Dachdämmung etc. Das heißt, da muss ich eine Pur-Platte nehmen und da bin ich jetzt bei diesen 26,15 Euro. Auch hier wieder alles Bruttopreise wohlgemerkt, alles Internetpreise. Wenn ihr das beim ortsüblichen Baustoffhändler holt, ist das in der Regel ein gutes Stück teurer. Ganz einfach. So. Und so habe ich jetzt hier diese Platten. So sind auch die Unterschiede jetzt einfach mal von der verschiedenen Dämmung, die ich verwenden kann für meine Fassade. Also die Kosten-Nutzen-Vorteile mal gegenübergestellt. Also hauptsächlich gerade auf Kosten gegangen und dicken. Jetzt nochmal kurz Vorteile. Mineralwolle, diffusionsoffen. Ich habe mein Objekt mit Mineralwolle gedämmt. Der Kostenpunkt zur Holzwolle war mir ehrlich gesagt zu hoch. Plus dann, als es drauf ankam, war es nicht lieferbar. Bin ich auf Mineralwolle, habe ich Mineralwolle genommen. Laufe ich sehr gut mit. Warum habe ich es persönlich genommen? Klar wäre EPS günstiger gewesen. Ich wollte aber einen diffusionsoffenen Aufbau haben. Falls Wasser in die Dämmung eindringt, kann sie jetzt nach außen weg diffundieren. Das kann sie bei EPS nicht. Ganz einfach. Meinen Sockelbereich unten habe ich aus Glasschaumdämmung genommen gehabt, weil sie halt nagetiersicher ist und safe ist im Verhältnis zur EPS-Dämmung, XPS-Dämmung.
Aber das ist was anderes. Die Holzwolle hat einen viel besseren sommerlichen Wärmeschutz. Für die Überhitzung ist bei einem gewissen Dämmpaket Dicke eigentlich schon wieder irrelevant, weil die Dämmung, die Wärme kommt trotzdem nicht durch. Aber das ist der Vorteil, den ich habe. Ich habe einen ökologischen Baustoff, der komplett recycelbar ist. Die Mineralwolle ist genauso wie EPS einfach Sondermüll, muss man ehrlich sagen. Resol, auch Sondermüll, ist aber halt dadurch dünner. Ich habe dünnere Pakete, weniger Fensterleibung. Ich kann eine hübschere Architektur machen. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich eine Vakuumdämmung verwenden kann. Hauptsächlich wegen Architektur und weil ich im Bestand bin und ich viel Platz habe. Meistens, ganz ehrlich gesagt, aber nicht für eine Fassade, sondern eher für Balkone, für Bodenplatte gegen unbeheizten Keller, wo ich unten keinen Platz habe, oder Bodenplatte gegen Erdreich, wo ich keine Deckenhöhe habe, wo ich nur 2 cm habe, dann nehme ich die. Aber ansonsten eher nicht. Ich hoffe, das hat so gefallen und Ihren Wünschen und Anforderungen entsprochen. Falls Fragen offen geblieben sind, packt die bitte in die Kommentare. Ich schaue mir die in der Regel an und beantworte die auch. Das heißt, wenn ihr aber ein Projekt habt und das ganze Thema etwas konkreter schon ist oder auch noch etwas unkonkreter und ihr Hilfe braucht zum Thema Schallschutz, Wärmeschutz, Brandschutz, Fördermittel, Nachhaltigkeitszertifizierung deutschlandweit, sei es, ob ihr ein Einfamilienhaus habt, Mehrfamilienhaus, ob ihr Projektentwickler, Architekt seid oder Industriepartner seid, dann ist das für uns erstmal gleichgültig. Wir haben verschiedene Spalten, verschiedene Kollegen, die jeweiligen Bereiche betreuen. Und so haben wir einen Kollegen, der Sie optimal betreuen kann, wie gesagt, deutschlandweit. Dafür einfach unter dem Video hier auf Mehr drücken. Da kommt ihr dann zu einem Link, wo ihr euch eintragen könnt. Ihr könnt dann direkt auch quasi die Pläne, Unterlagen hochladen. Und so kann ich dann euch direkt helfen. Meine Kollegin meldet sich dann bei Ihnen. Es gibt einen Termin. Und wir beraten Sie dann im nächsten Beratungsgespräch schon genau zu diesen Bauformen und diesem Thema. Ansonsten sehen Sie mich im nächsten Video und ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche noch. Bis dahin, Ihr Luca Arends.